Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr hier wieder dabei seid auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin die Anja Zawadzki und in diesem Video möchte ich gerne über die Selbstheilung der neuen Zeit sprechen. Aber vorher möchte ich euch ein kurzes Update geben zu mir. Ich habe ja zuletzt die Ayahuasca-Videos hochgeladen, wo ich ja über meine Erfahrungen mit der Pflanzenmedizin spreche. Und zuletzt meinte ich ja auch, dass ich gerade einfach nicht weiß, wo es hingeht. Ich bin auf Costa Rica. Ich bin immer noch auf Costa Rica. Ich habe damals ein ganz klares Nein zu Deutschland bekommen und durfte ganz arg ins Vertrauen springen, nicht zu wissen, wo es hingeht. Also ich war gefühlt mal ganz kurz nicht direkt obdachlos, aber ich wusste, dass, ja, dass da bald was kommen wird, beziehungsweise kommen muss. Ne? Ja, ich habe mich entschieden, in Costa Rica zu bleiben und ich werde jetzt auch noch einige Monate hier bleiben. Wahrscheinlich 3 geplant ist, wenn, also je nachdem, was kommt, das wissen wir alle nicht. Aber je nachdem, ja, also wenn es also bleibt, wie ich es mir vorstelle, wenn sich das jetzt alles wieder lockert, wenn die Flugzeuge wieder fliegen, dann werde ich höchstwahrscheinlich Ende Juli, Anfang August wieder nach Deutschland zurückgehen. Also nicht direkt nach Deutschland, aber dadurch, dass mein Bruder nach Deutschland kommt, der auch in den USA lebt und ich auch ein bisschen Berlin vermisse, meine Freunde unbedingt gerne sehen möchte, genau, werde ich dann da zurück machen. Aber ob das alles so ist, keine Ahnung, und so kommt, wir schauen einfach mal. Ne? Das ist ja nur mein Verstand, mein Kopf, der sich das so zusammengedichtet hat, und mal schauen, was in den nächsten 2 Monaten überhaupt passiert. Ich bin jetzt hier alleine und deswegen habe ich auch mehr Zeit, mehr in mich reinzufühlen, ja, mehr in der Freude zu sein. Also ich war es vorher auch schon, aber es ist doch was anderes, wenn Menschen noch hier sind. Auf jeden Fall glaube ich, dass diese Zeit sehr wichtig für mich ist und dass es jetzt auch so gewollt ist, um ja, mich noch so ein bisschen mit meinen Gaben und Fähigkeiten vertraut zu machen und vor allem auch endlich mal diese ganzen Informationen, die ich ja hin und wieder schon erhalte, an euch weiterzugeben. Genau. Ja, ansonsten geht es mir nach wie vor sehr gut hier. Ich habe ganz krasse Prozesse. Ich darf mich auch immer noch wieder mit der neuen Energie oder auch mit dem Neuen, was kommt, vertraut machen. Es ist ja, ich bin ja auch nur ein Mensch und von daher bin ich ja auch so diesen ganzen Themen hier ausgesetzt. Und ich bin hier sehr in Freiheit oder habe das Gefühl, hier in Freiheit sein zu können. Ich habe ein Stückchen Strand, ein großes Grundstück, wo ich mich aufhalten kann, wo ich mich bewegen kann. Also wäre ich jetzt zum Beispiel in Berlin, wäre es wahrscheinlich, also ich will gar nicht daran denken, es wäre einfach zu eng, es wäre zu klein, es entspricht einfach nicht dem, was ich bin. Und das finde ich halt sehr interessant und wichtig und ja, auch als Erinnerung für dich. Ich möchte es hier an dieser Stelle nochmal erwähnen. Ich glaube, ich werde es so lange erwähnen, bis wir es endlich alle anwenden. Dass, und zwar, dass unsere Gedankenkraft, unsere Emotionen, unsere Gefühle, unsere Vorstellungskraft, unsere Zukunft kreiert. Und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern und wir werden immer wieder aufgefordert, dass wir das nutzen, weil es ist genau das, was, ja, was auch den großen Umschwung bringen kann. Ne? Gerade jetzt in der Zeit, wo alles so sehr im Umschwung ist. Ne? Es ist ja nichts in der Zukunft gemeißelt. Es ist nichts fest, wie irgendwas wird. Wir dürfen jetzt selbst jeder für sich überlegen, sich reinfühlen, was möchte ich überhaupt erleben, wie möchte ich es leben. Jetzt ist ja sowieso alles durcheinander gebracht, wie soll es jetzt weitergehen? Und vor allem auch wieder diese innere Freude, diese Schönheit entdecken. Das, was wir im Kern sind, Licht und Liebe. Um das erstens weiterzugeben zu können, bestmöglich, jeder auf seine Art und Weise, sich selber besser kennenlernen. Es kommt jetzt auch gerade wieder immer wieder so das Thema Face Reading hoch. Ich habe ja eine Gesichtsleseausbildung gemacht und freue mich, auch diese Themen immer wieder mit reinbringen zu können in meinen Coachings oder auch in meinen Videos, weil es alles so miteinander zusammenhängt. Das ist wirklich so unglaublich. Wir dürfen wieder entdecken, wer wir sind, wer wir wirklich sind. Einmal auf körperlicher Ebene, was bringen wir hier auf dieser Welt für einen Charakter mit, was macht uns überhaupt aus, was sind unsere Werte, wir dürfen unsere Werte hinterfragen. Und natürlich, was wollen wir erfahren, wie wollen wir leben, was bedeutet für uns Freude, was begeistert uns.
Und das herauszufinden, das ist immer wieder eine große Challenge. Und auch wenn wir jetzt sagen, okay, zum Beispiel ich lebe jetzt hier in Costa Rica und es ist wunderschön hier, aber es kann sein, dass es übermorgen schon wieder ganz anders ist, ne? Also immer wieder auch sich selbst hinterfragen und immer wieder reinfühlen, fühlt sich das noch gut an, fühlt sich das noch stimmig an für mich? Wenn ja, dann bleibe ich sehr gerne hier und wenn nicht, dann schaue ich, okay, was darf ich ändern oder wo führt mich mein Weg hin? Genau, und natürlich immer gepaart in Kombination mit dem Vertrauen, ich vertraue mir selber und ich stehe für mich ein, ich gehe den Weg meiner Freude, ich gehe dem, ja, was für mich stimmig ist. Und natürlich die Ängste sind auch da und die dürfen wir auch mit in der Hand nehmen, wir dürfen sie auch spüren, denn sie wollen ja auch transformiert werden. Das heißt nicht, dass wir sie verdrängen oder wegschieben sollen und unserem Willen, unser Ego da durchpreschen sollen, sondern einfach mit dem einhergehen. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommt es aber zum eigentlichen Thema. Und zwar habe ich durch meine eigenen Erfahrungen erstens gelernt, dass ich selbst Prozesse durchlaufen muss, bevor ich sie weitergeben kann, also die Information. Und letztendlich verstehe ich es auch immer erst hinterher. Deswegen hat es jetzt auch ein bisschen gedauert, bis ich hier das nächste Video mache. Genau, und zwar geht es ja um das Thema Selbstheilung einmal und um die neue Zeit. Und Selbstheilung in der neuen Zeit. Ich bin ganz aufgeregt, weil das ist so ein geiles Thema. Es ist so schön. Und ich freue mich, dass ich euch diese Information hier weitergeben darf. Ich freue mich wirklich ungemein. Es fühlt sich einfach so richtig an. Und zwar, ich gebe auch Beispiele aus meinem Leben, damit ihr das besser versteht. Dürfen wir jetzt wirklich erstens uns selbst heilen, das wissen wir ja schon, aber zweitens auch lernen, wie wir das machen. Und zwar, die Zeit, die bringt es mit sich, dass wir einfach viel intensiver mit unseren Spirits arbeiten. Das heißt, oder generell auch mit uns selber kommunizieren. Das heißt jetzt nicht, dass wir alles andere ausblenden, wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, medizinische Hilfe brauchen, Notfall, dann unbedingt auch das nehmen oder annehmen, was gerade da ist. Auch in Bezug auf ja, Heilkräuter, Pflanzen, Gemüse, Obst, alles, was so der Natur entspricht, dürfen wir uns auch zunutze machen. Genau, aber wir dürfen ganz besonders auch wieder lernen oder uns erinnern und zurückerinnern, dass wir ja unser höheres Selbst haben, was einfach schon alle Antworten weiß. Und generell den Kosmos, das Universum, wo alle Antworten existieren, wo unser perfekter Weg, der uns glücklich und zufrieden macht, dass wir dorthin finden. Und zwar, wie fange ich da am besten an? Wenn wir wieder mit uns selber in Verbindung treten, wenn wir uns erstens Zeit und Ruhe nehmen und uns mit uns selbst beschäftigen und unsere mentalen Fähigkeiten trainieren. Und das ist auch nochmal ein Thema für sich. Da werden auch demnächst weitere Videos kommen zum Thema. Wieder mit uns in Verbindung treten, wenn wir unsere Kanäle öffnen, wenn wir ja, uns auch selbst zutrauen, selbst an uns glauben oder um überhaupt auch wieder Glauben an uns selbst zu bekommen, müssen wir einfach verstehen, dass unser Ego einfach so klein ist und das, was wir mit dem Verstand erfassen, das ist einfach so wenig. Und unser höheres Selbst ist einfach so die Antwort auf allem. Und wenn wir mit unserem höheren Selbst in Verbindung gehen, dann kann es uns helfen, unsere Themen zu transformieren. Und da möchte ich dir am besten Beispiele aus meinem Leben geben, weil sonst kann ich das, glaube ich, gar nicht so veranschaulichen. Und zwar war es vor einigen Wochen so, dass ich das war kurz bevor auch dieser Break war, ich glaube, ich hatte mich da schon entschieden, ich bleibe hier in Costa Rica und konnte nichts machen, als zu entspannen, weil ich wusste schon, die Antwort wird zu mir kommen oder der Weg wird sich zeigen. Und dann bin ich eines Morgens mal aufgewacht, es war noch sehr früh, ich glaube 4, 5 Uhr gewesen. Und ja, ich konnte nicht wirklich mehr einschlafen, aber war jetzt auch nicht bereit, irgendwie aufzustehen. Also habe ich mir halt Musik über MP3-Player in meinen Ohren gemacht, ein paar Heilsongs gehört. Und auf meinem MP3-Player habe ich unter anderem auch eine Trommelreise. Und die war im Anschluss, ja, ist einfach so weitergegangen. Ich bin zwischendurch wieder so ein bisschen weggedriftet. Und bei der Trommelreise dachte ich ja, komm, lass einfach laufen. Es war irgendwie 6 Uhr oder so. Dachte mir so, okay, komm, lass einfach laufen, kannst noch ein bisschen entspannen. Und bin dann irgendwie durch diese Trommelreise auch in einen ziemlich krassen Zustand gekommen. Und ja, habe dann gespürt, dass ich, dass mein Spirit bei mir war oder mein höheres Selbst, wie man es auch immer nennen möchte. Für mich fühlt es einfach so als Geistführer an, mein Spirit. Ich nenne es einfach mal mein Spirit. Und zwar habe ich so gefühlt, dass er mich von unten nimmt.
Also überall hier auf meiner Rückseite habe ich halt weißes Licht gespürt. Und es war sehr leicht, sehr schön. Ich habe mich im ersten Moment erstmal so ein bisschen so erschrocken, weil ich das, also ich kannte das schon. Es gab schon einige Ansätze davor. Jedoch, habe mich immer so erschrocken, dass ich aufgewacht bin und das irgendwie so ein bisschen boykottiert habe. Und jetzt konnte ich mich aber zum ersten Mal so richtig reinfallen lassen und mitgehen, sag ich mal. Das war sehr spannend. Einerseits wusste ich, ich liege gerade in meinem Bett und ich höre Musik und ich habe auch diese Trommeln gehört. Und andererseits war ich aber auf einer anderen Ebene und mein Spirit hat mich, also für mich so im Nachhinein hat sich das so angefühlt, als ob mein Spirit mich in die tiefen Weiten meines Unterbewusstseins reinführt. Und da bin ich halt wie so, also als würde ich in so einer Achterbahn sitzen, mal nach links, also von der Energie her mal nach rechts und auch ganz viel nach unten und immer wieder so eine Etage nach unten. Es hat sich sogar in meinem Bauch so ein bisschen kribbelig angefühlt. Ich dachte so, wow, okay, es war einfach nur spannend. Ich habe es einfach nur beobachtet und habe es einfach nur geschehen lassen. Und dann habe ich, also mein Spirit hat mich immer so zu verschiedenen Szenen geführt und ich habe dann auch Bilder ganz klar gesehen. Ich war... Also zum Beispiel eine Szene war, da saß ich im Auto, ich bin Auto gefahren und ich habe aber meinen Blick zum Seitenfenster gehabt. Ich glaube, wir waren auch auf der Autobahn unterwegs und neben mir fuhr auch ein Auto, ich glaube auch eine Frau mit einem Kind, das Kind war auf dem Beifahrersitz oder vielleicht saß das Kind auch hinten, weiß ich nicht mehr so. Auf jeden Fall hatte das Kind, das hatte das Fenster runter und es hatte eine Flasche in der Hand. Es hat irgendwie mit der Flasche gespielt, es hat ab und zu mir geguckt und mal nach vorne. Also es war selber irgendwie so ein bisschen abgelenkt, nicht so direkt Fokus auf der Flasche. Und dann war irgendwie so die Situation, dass irgendwann kam es dann so, dass diese Flasche aus den Händen des Kindes gefallen ist. Ich weiß nicht, wir hatten ja ganz viel Speed auf dieser Autobahn drauf. Ob vielleicht hat das Kind auch mit Absicht die Flasche rausgeworfen, weil es nicht mehr damit spielen wollte oder keine Ahnung oder was aus Versehen. Auf jeden Fall wusste ich, dass das, also ich habe diesen Moment nicht durchlebt, aber ich wusste diese Situation, dass jetzt, dass das einen Unfall verursacht hat. Also irgendwas Krasses, Traumatisches. Und das ist der Punkt in dieser Situation. Also mir wurde gezeigt, dass in dieser Situation halt irgendwie ein Trauma entstand oder irgendwas Krasses, was mich irgendwie ja immer noch in mein System beeinflusst oder abhält. Oder in welcher Form auch immer. So genau kann ich das gar nicht sagen. Und ich lasse das auch, ich will da mit dem Verstand gar nicht rein und rangehen. Sondern mir wurde es gezeigt. Und so wurde ich immer durch verschiedene Szenen geführt. Immer zwischendurch, immer noch eine Etage tiefer oder noch mal nach links. Und dann, da sitzt auch noch irgendwas. Ne? Also diese Themen, die manifestieren sich ja auch wirklich in unseren Körpern, in unseren Organen, Zellen, in unserem Blut, körperlich, äußerlich, innerlich. Ne? Und demnach hatte ich so das Gefühl, ich wurde halt immer so rumgeführt, was da im Unterbewusstsein drin sitzt. Und da war dann auch noch eine andere Situation, irgendwie auch so zwei Situationen mit Hunden, wo ich irgendwie von einem Hund gebissen worden bin. Also kurz bevor es wirklich passiert ist, hat sich das so aufgelöst und ich habe es verstanden in dem Moment. Ne? Ich habe es gesehen, gefühlt und habe es dann, konnte es damit loslassen. Und so ging es dann immer weiter. Da ist noch ganz viel passiert, ganz viel mehr. Und irgendwann, ich dachte immer dann so zwischen nebenbei, gleich hören diese Trommeln auf. Es war so witzig gewesen, gleich hören die Trommeln auf. Und es war dann auch so gewesen, kurz bevor Ende war, bin ich auch wieder in mein Bewusstsein, in meinem Hier und Jetzt zurückgekehrt, in meinen Körper und so. Und es war total, es war wirklich wow. Also es war so ein krasses Erlebnis. Und dann, habe es natürlich auch erstmal so wirken lassen. Ich musste es ja auch dann erstmal verarbeiten. Und dann, irgendwann später hatte ich dann mal einen krassen Traum gehabt. Also da hat sich dann auch noch ganz andere Themen aufgeführt. Da war was in Bezug auf meinen Vater, da war ich wieder im Traum, es war so Halbtraum, wie auch immer ich das nennen darf. Da habe ich halt ganz krass gespürt, dass, ich weiß nicht, ich hatte Todesangst, ich stand irgendwie mit einem Messer, mit einer Machete über meinen Vater und ich habe ihn übelst bedroht, also wirklich so bedroht, dass er mich in Ruhe lassen soll, dass er meine Mutter in Ruhe lassen soll und irgendwas war auch mit meinem Bruder. Irgendwas, da ging es auch darum, dass er eigentlich hätte Vater sein müssen und das halt nicht war. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt in Bezug auf diesem Leben ist, ob das irgendwas aus meinen Ahnen-Themen, ob mir da irgendwas gezeigt ist, aber auf jeden Fall war das das Gefühl. Es war ein unglaublich krasses Gefühl. Also ich habe in den Traum total geheult, ich bin aufgewacht und habe weiter geheult, aber ich wusste, da hat sich gerade was richtig Heftiges gelöst, ein Thema. Genau, und die dritte Situation, das war dann auch Hauptdings, wo ich dann verstanden habe, so funktioniert die Selbstheilung, so geht es jetzt. Also es geht nicht nur darum, meine Themen in diesen Dingen zu erfahren, sondern auch, wie wir mit unseren höheren Selbst kommunizieren und wie wir es durch
Hingabe quasi ja, zulassen können. Erstens zulassen können und zweitens auch ja, damit transformieren, ohne irgendwie Hilfe von außen oder ohne sich machtlos zu fühlen. Die dritte Situation, die möchte ich nur ganz kurz anreißen, weil es ein sehr tiefgreifendes Thema war. Es war auch ein globales Thema. Es war für mich auch ein halbes Channeling. Und zwar ging es um das Thema Kindesmissbrauch und auch alles, was ja gerade so nebenher aufgedeckt wird und hochgenommen wird. Ja, sexueller Missbrauch, physischer, psychischer Missbrauch. Es war wirklich krass. Also es war unglaublich krass. Und dennoch, da habe ich halt auch ganz deutlich gespürt, es war halt auch ein Halbtraum gewesen. Also es war jetzt irgendwie nicht durch Musik oder so hervorgerufen. Aber da habe ich halt auch gespürt, dass mich mein Spirit wieder genommen hat und mir, naja, verständlich gemacht habe, okay, Thema, da kommt jetzt was und wir gucken mal. Und dadurch, dass ich dieses Gefühl kannte, habe ich mich da auch, konnte ich mich da wieder fallen lassen. Und dann hat es mich halt in die Situation gebracht. Ich habe es am Anfang überhaupt nicht verstanden. Es war eigentlich ähnlich wie in den Ayahuasca-Sessions. Du bist drinne, aber du verstehst es noch gar nicht, dass du drin bist. Und irgendwann merkst du, ah, ich bin drin. Und ich habe erst so Schritte gehört, links und rechts. Ich konnte nichts sehen. Ich habe immer nur Schritte gehört und irgendwie so ein Rauschen, Knistern. Man kennt es vielleicht aus irgendwelchen Horrorfilmen in so abgelegenen Gegenden, wenn dann die Leitungen knistern. Und sowas habe ich halt wahrgenommen. Irgendwie so ein Summen, genau, es war kein Knistern, es war ein Summen, genau, da kriege ich auch gleich wieder so ein bisschen Gänsehaut, es war ein Summen. Und ich war eins dieser Kinder. Ich habe auch im Nachhinein so Parallelen zu meinen Ahnenthemen gesehen, denn ich habe in meiner Familienreihe, meine Oma hat damals ein Kind bekommen, was laut Totenschein eine Totgeburt war, aber das war keine Totgeburt und dieses Thema habe ich im letzten halben Jahr sehr krass bearbeitet. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Kind, was da ja verschwunden ist, dass ich vielleicht dieses Kind war. Aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es kann auch sein, dass das irgendwas anderes Geschändeltes war. Auf jeden Fall war ich dieses Kind und ich habe dann irgendwann gescheckt, dass ich halt irgendwie so ein Zeremonieraum war. Also es war für mich ein rundes Rodell. Und es sind Menschen um mir hergelaufen und ich hing irgendwie auch an Ketten und wusste, dass da gleich was ganz Schlimmes passieren wird. Und ich habe auch gespürt, wie so irgendwas mit mir körperlich passiert ist. Ich will euch gar keine tiefen Bilder irgendwie hier mitgeben, aber es war für mich ein ganz schlimmes Gefühl. Und ich habe auch gespürt, dass ich mich zuerst richtig weigere, mich da fallen zu lassen. Aber dadurch, dass ich mein Spirit hatte, ich habe dieses weiße Licht wahrgenommen, ich habe es gesehen. Und es war für mich auch so ein Stück weit, okay, lass dich fallen, geh da rein in die Emotionen, egal was kommt, ich bin beschützt und ne. Und in dem Moment, wo es halt kurz davor war, hat sich das wieder aufgelöst. Also, ne, das will ich damit sagen, dass so, wir müssen alles nicht nochmal krass durchlaufen, das ist meistens die Angst vor der Angst. Und in dem Moment, wo wir es zulassen, wo wir uns hingeben, kann es sich auflösen, das war halt ganz wichtig. Und was halt die Message generell hinter meinen Erfahrungen ist und war und was ich unbedingt auch weitergeben soll, ist, dass wir wieder in Kommunikation mit unserem höheren Selbst sind, mit unseren Spirits, dass wir uns selbst heilen können. Also das ist die Selbstheilung der neuen Zeit. Die Energien sind gerade, wie gesagt, so dünn und wir dürfen lernen, wir dürfen uns selbst vertrauen, dass unsere Spirits uns wirklich helfen wollen. Also nicht nur, wir werden zu anderen Menschen gefügt oder geführt, wir werden... Wir erleben es im Außen, sondern wir dürfen es jetzt tatsächlich im Inneren erfahren. Wir dürfen uns da selbst heilen und das kann in Rekordschnelle passieren, je nachdem, wie wir bereit sind. Ich merke auch, dass zwischen diesen Erlebnissen immer Abstände sind, einige Tage und manchmal zeigt sich danach noch was. Und ich merke, dass ich werde jetzt auch gerade total so energielos, weil ich merke dadurch, dass ich das jetzt gerade an euch wiedergebe, transformiert sich das gerade noch mal ein Stück weit. Also ich merke, dass ich gerade emotional krass ergriffen werde. Und weil ich das einfach so, das ist für mich die Wahrheit. Und das, also du darfst gerne immer selber reinspüren, was macht das mit dir, was macht das, gehst du damit in Resonanz oder auch nicht. Wenn nicht, ist es ja auch gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall, ja, die neue Zeit. Es ist einfach die Energieerhöhung der Erde, die stattgefunden hat. Die Frequenzen werden ja gemessen und wenn ihr googelt, wenn ihr recherchiert, werdet ihr auch zu den Frequenzen sehen. Ich glaube, wir waren mal irgendwas in der 60, 70, nee, ich glaube unter 60 oder unter 70 auf jeden Fall Megahertz, was so die Frequenz der Erde ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade
total Blödsinn rede. Ich habe irgendwie noch diese Zahlen, irgendwas mit 60 und jetzt ist es irgendwie bei 140 oder sowas. Also wir haben uns mehr als verdoppelt von der Frequenz her. Deswegen erleben gerade ganz viele auch ganz viel Panik, ganz viel Wut, ganz viel auch Widerstand gegen der Wahrheit. Also das ist ganz krass, dieses, das stimmt nicht und also damit gehen ja auch die Emotionen einher, ne? Es stimmt nicht und es kann nicht sein und die Welt dreht durch und alle sind jetzt Verschwörungstheoretiker, die irgendwie irgendwas hinterfragen. Das ist, also diese Energien, die sind gerade so geballt. Wir werden angetriggert von links und rechts. Und wenn wir aber diese Energien für uns nutzen, also die Leute, die schon bewusst sind, also ich glaube, dass ich insbesondere Menschen erreiche, die schon bewusster leben, es ist nicht meine Aufgabe, ganz neu anzufangen. Also ich merke es immer wieder, auch die Leute, die zu mir kommen, die sind schon bewusst, die verstehen das alles noch nicht so. Und also diejenigen, die da schon so ein bisschen Feingefühl haben, sag ich mal, die werden es auch verstehen, wie das mit der Selbstheilung funktionieren wird. Das wird jetzt der nächste Schritt für diejenigen quasi sein. Und und letztendlich dürfen wir natürlich auch immer unser Wissen weitergeben. Oder deswegen teile dieses Video sehr gerne. Die neue Zeit, wir können uns das noch nicht vorstellen. Unser Verstand, weil wir es noch nicht erfahren haben, weil wir es noch nicht wissen, wie es geht, weil wir uns auch selbst in unseren mentalen Fähigkeiten noch schulen dürfen. Wir glauben, ja, es wird sich so ein bisschen was in Wirtschaft ändern, so ein bisschen im Umgang mit anderen, es kommen neue Gesetze, aber es wird es bald einfach nicht mehr geben. Wir kommunizieren anders, es werden andere Fortbewegungsmittel erschaffen werden, also wir dürfen wirklich noch erstaunt sein und vorfreudig sein, was alles kommen wird. Ne? Also zu verstehen, wenn wir unsere Schöpferkraft verwenden, dann entsteht was ganz Neues und was ganz anderes. Und dann ist auch dieses Mangel, der Hunger dieser Welt oder auch das Thema Geld. Ich bin davon überzeugt, Geld wird es bald einfach nicht mehr geben, weil es einfach nicht mehr nötig ist. Ich bin auf jeden Fall so vorfreudig und gespannt, was kommen wird. Wir sind schon in der neuen Zeit. Es ist gerade noch dieses Ende der Wandel. Es wird gerade ganz viel aufgedeckt und was uns helfen wird, dass wir dann halt auch besser damit einhergehen. Und natürlich dürfen wir auch immer wieder anderen Menschen helfen. Wir dürfen unterstützen. Das ist nach wie vor gewollt. Und dennoch werden wir auch so ein bisschen ja, aufgefordert, in unsere mentalen Fähigkeiten einzutauchen. Genau, wir haben sie alle, auch du, auch wenn du es gerade nicht glaubst oder nicht fassen kannst oder dich fragst, oh Gott, ich kann doch nichts oder ich weiß doch nichts. Es wird sich zeigen. Wichtig ist halt, die Intention zu setzen, dich mit dir selbst zu befassen, den Fokus von der Außenwelt so ein bisschen abzunehmen, abzuziehen, um diese Energie, die du die ganze Zeit im Außen hast, wahrscheinlich geht es dir wie die meisten so, du verfolgst Beiträge, du siehst Videos oder liest Blogbeiträge oder alles, was so bei Facebook gepostet wird oder bei Instagram oder geteilt wird und dein Verstand ist gerade so am Durchdrehen und weiß gar nicht mehr, was es glauben soll. Ne? Und da ist es halt wichtig, diese Energie abzuziehen und diese Energie wieder zu dir selbst zu bringen, um anderweitig damit vorzugehen. Denn wir brauchen auch von da einfach mal eine Pause. Ich verfolge auch die Artikel und ich schaue, mit was gehe ich in Resonanz und ich will schon auch jetzt noch auf den Laufenden bleiben. Aber dennoch bin ich hier. Ich bin hier und hier empfinde ich Freude und hier kann ich auch in meinen göttlichen Kern wieder eintreten und einfach sein, Freude sein, Schönheit erfahren. Und deswegen glaube ich auch, dass ich halt hier in Freiheit bin, weil ich einfach entschieden habe, ich bin erstens, also ich habe mich erinnert, ich bin Freiheit und ich will Freiheit spüren und ich akzeptiere einfach nichts anderes mehr, weil das würde einfach meiner inneren göttlichen, meinem Kern nicht entsprechen, wenn ich mir weniger wert wäre. Also na, von daher, das ist auch ein sehr schönes Beispiel, das Traumleben zu kreieren. Ich schreibe ja gerade ein Buch, wo es darum geht zu manifestieren, sich sein Traumleben zu wünschen, wie man überhaupt dahin kommt zu diesen Wünschen, wie man das herausfiltern kann und natürlich auch, was möchte ich erfahren, wie kann ich von null auf jetzt auch gleich mein Leben ändern. Da schreibe ich gerade ein Buch rüber, ums richtige Wünschen manifestieren und erhalte auch ganz viele Informationen. Das wird noch ein bisschen dauern, das Buch, weil ich gerade auch noch andere Informationen dafür erhalte, auch in Bezug auf Cover, Gestaltung und Inhalt sowieso. Es wird auf jeden Fall auch ein ganz großes Thema Erschöpfung sein, Erschöpfung der Menschheit.
Also freut euch auf dieses Buch. Ich weiß, das wird ganz vielen Menschen helfen werden. Es wird ganz viel eine große Hilfe sein und auch ganz viel bewirken. Und deswegen freue ich mich einfach jetzt schon, wenn es da ist. Aber es braucht noch ein bisschen Zeit, genau. Ja, so viel dazu. Ich möchte dir übrigens auch noch einen anderen Buchtipp mitgeben. Falls du es noch nicht kennst, von Dr. Joey Dispenza, das Buch Werde übernatürlich. Das hat mir damals vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr super geholfen, um zu verstehen, wow, wir sind Wunderwesen, wow. Also anhand seiner Beispiele, anhand des, was er in seinen Gruppenmeditationen erfährt, wie Selbstheilung auch funktioniert. Also das hat schon mich so ein bisschen vorbereitet. Ich verlinke es dir sehr gerne hier unten in meinen Notizen. Dann kannst du bei Amazon mal reinschauen, mal einen Blick ins Buch werfen, wie es immer so schön heißt. Und mal reinfühlen, ob das vielleicht gerade was für dich ist. Gibt es auch als Hörbuch. Und ja, mir hat es geholfen tatsächlich damals. Und jetzt darf ich das selbst auch alles anwenden oder habe es ja schon angewandt. Und ja, erstelle mir zum Beispiel auch gerade mein Mind-Movie. Ich habe das schon lange vorgehabt und jetzt habe ich wirklich mal mich explizit daran gesetzt. Und das ist einfach so wunderschön. Und mir wurde dadurch auch nochmal bewusst, dass ich die letzte Zeit auch in Berlin, die letzten 2 Jahre, obwohl ich so krass in meine Prozesse war und immer wieder diese Begrenzung so stark gespürt habe und echt zu tun hatte mit mir selbst, dass ich einfach so krass in der Fülle schon war mit meinen Freunden, die ich über alles liebe. Wir hatten so schöne, viele Momente und auch das, was immer zu mir gekommen ist, dass es immer mir so viel gezeigt hat, obwohl ich auch ganz viel Drama erlebt habe, aber trotzdem so diese Fülle darin zu spüren und zu erleben und zu begreifen, wow, ich war schon so krass oder bin in der Fülle. Das hat mir echt nochmal gezeigt, wow, also nochmal diese Erkenntnis so im Nachhinein, ne? Weil ich ja, manchmal fokussiert man sich so auf das Negative und dann glaubt man, man ist dieses Negative, aber eigentlich ist es überhaupt nicht so. Genau. So viel dazu, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn ihr mich abonnieren würdet. Wenn ihr Fragen habt, dann kommentiert sehr gerne. Schreibt einen Kommentar, dann antworte ich drauf. Oder auch private Nachricht dürft ihr mir auch schreiben. Und ja, teilt das Video sehr gerne und wir sehen uns bald wieder. Bis dann.